Das Stück Die fromme Helene. Die Helene Salvenmoser ist langjährige Pfarrhäuserin und da folgt dann ein Schicksalsschlag nach dem anderen, weil der alte Pfarrer ist gestorben und jetzt ist ein neuer Pfarrer da und mehrere Pfarrgemeinden sind zusammengelegt worden. Boah, die Mama möchte ausziehen. Ja, weil du sie beschissen hast. Wie redest denn du mit mir? Sei froh, dass ich überhaupt noch mit dir rede. Wegen ein paar so depperten Hormone, da hättest du unsere Familie in Bach gehen lassen. Papa, du musst das unternehmen. Ich war seit Generationen das erste Scheidungskind in unserer Familie. Was ist blöd? Ja, ich habe heute auf Nacht schon eine Verabredung mit zwei Lekenen. Ja, das geht natürlich nicht. Die musst du verschieben. Seine Exzellenz und der Monsignor haben sich extra Zeit genommen. Ich komme gerade aus dem Pfarrhaus, weil ich nachschauen wollte, ob mein Sparbuch noch im Safe ist. Und da habe ich, wie es halt allen der Brauch war, an der Bürotür gelost. Die wollen in der Kirche verkaufen. Die Helene Salvenmoser, die ist die Heißerin vom Pfarrer. Und da der Pfarrer ja verstirbt, wird sie ersetzt durch eine Junge. Und das passt ihr natürlich nicht. Und es passt ihr auch nicht, dass die Kirche in Wattens verkauft werden soll. Und da wehrt sie sich mit allen Mitteln dagegen. Es werden Prozessionen organisiert, Kirchen, Wein von Tieren und Traktoren und Autos und allem drum und dran. Dann, Hochwürden, auf geht's! Wohin denn bitte? Die Arbeit ruft. Habe ich was verpasst? Vermutlich. Wir machen nämlich eine Bittwallfahrt nach Maria Lach. Was jetzt? Jetzt, ja. Leid, bitte. Schaut's mir an. Ich bin ein Wrack. Ich bin fertig mit den Nerven. Für die Nerven brauche ich jetzt schon zweimal am Tag eine Handvoll Globuli. Das Cholesterin legt sich um sämtliche Adern. Zum Joggen komme ich nimmer. Schaut's mir an. Ich bin fix und fertig. Jetzt reißen Sie ihnen aber bitte schön ein bisschen zusammen. No. Es geht schließlich um den Erhalt unserer alten, geliebten Dorfkirche. Der Pfarrer Rutzmoser ist ein junger, agiler, sportlicher, neuer Pfarrer, der in Wattens seinen Dienst antritt. Und wie du gesehen hast, hat er größte Probleme mit seinem Nachbarn, einem alten Sturkopf von Wirt. Und mit dem streitet er halt Tag ein, Tag aus wegen Bagatellen, sie tratzen sich gegenseitig und jetzt steht eben der Kirchenverkauf an und das ist halt etwas, was im Pfarrer so ein bisschen gefreut, dass er im alten Steiger wieder ans Haus wischen kann, weil da ein Gourmet-Tempel eröffnet wird und das fuchst natürlich teuflisch den Steiger und das gefällt mir halt, aber ich bin auch ein bisschen gestresst bei der ganzen Sache, weil umgekehrt werde ich da eingedeckt mit Arbeit, weil es eben darum geht, die Pfarrer wieder zu aktivieren. Und das heißt für den Pfarrer natürlich viel Arbeit, Beichten, die Segebete, was immer das ist, muss ich machen, Prozessionen. Das heißt, sehr stressig und am Ende muss ich ja in den Krankenstand treten, weil ich dem ganzen Stress nicht gewachsen bin.